heute eine weitere Folge Survival und es ist dunkel, das heißt, wir gehen in die Mine. Und ihr habt gesagt, auf Höhe 13, 14 gibt es Diamanten. Ich habe in Phoenix gerade Diamanten gefunden, vielleicht bin ich jetzt angefixt. Das heißt, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte eigentlich zu Crafting Table. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal, upsala, höchst professionell, wie wir nun mal sind, einige Fackeln. Weil Fackeln, ja, kann man nie genug haben. Upsi. So, dann haben wir hier Stöcke für mehr Werkzeug. Und mehr brauchen wir auch eigentlich nicht. Ja, die Schere ist jetzt nicht unbedingt mein Werkzeug der Wahl. Aber wie gesagt, wir brauchen hier die Fackeln. Und dann geht's auch schon los. Wir fangen hier erstmal an, so eine Art Gang zu bauen, ja. Ich muss erstmal eine Basis schaffen. Ich möchte hier gerne eine Rüstung haben. Ich habe momentan noch nicht wirklich viel Rüstung. Was habe ich eigentlich an Rüstung? Können wir mal gucken. Ich habe die Schuhe. Ich habe Eisenschuhe. Wow, ich habe auch gerade ein bisschen Eisen im Ofen. Das heißt, wenigstens das. Aber das ist halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes hier. Ich möchte einfach nur langsam, aber sicher auch mal was erreichen. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich habe jetzt so ein bisschen Essen angebaut. Das heißt, ich kann mir wenigstens Brot craften mit Weizen. Was anderes brauche ich nicht wirklich. Hier unten ist Eisen. Das ist sehr gut. Notfalls habe ich auch eine Eisenrüstung. Also damit bin ich auch fein. Ich möchte nur einfach nicht in normalen Höhlen sterben, weil ich gegen Monster nicht klarkomme. Per se. Ich meine, mittlerweile ist mein gegen Monster kämpfen besser geworden. Auf jeden Fall. Da, also verstehe mich da nicht falsch. Aber es ist halt trotzdem noch eine Sache, ob du entweder Rüstung hast oder halt keine Rüstung hast. Deswegen wollen wir einfach gut vorbereitet sein. Und es soll ja auch, ne, eine Lernerfahrung für uns alle geben. Übrigens, ich habe überlegt, ob ich nach Survival, weil das ja wahrscheinlich nicht ewig gehen wird, weil ich meine, ehrlich gesagt, ich habe kein Problem, ein bisschen Survival zu spielen, aber es macht ja schon mehr Spaß, wenn man ein paar Mods hat und ein bisschen alternativere Sachen und nicht nur das ganz normale Vanilla. Deswegen habe ich überlegt, ob wir so eine Art Projekt machen könnten. Und falls ihr da irgendwelche Sachen habt, die ihr super gerne sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen und mich informieren. Ansonsten mache ich einfach irgendwas. Aber ihr hättet die Möglichkeit mitzuentscheiden. Wow! So was Schönes. Okay, ich baue mich hier weiter runter. Ich bin noch nicht recht tief. Das heißt, oh Gott, ich bin froh, dass ich hier die Fackeln dabei habe. Ich muss alles befackeln. Ich habe das hier gerade höchst professionell dahin gebaut, wo ich eigentlich weiter abbauen wollte. Wow. Congrats. Ich selber. Jetzt brauche ich hier... Ich habe kein Crafting Table mit runtergenommen, nicht wahr? Ich bin ja so schlau. Ich bin ja so clever. Ja, es tut mir leid. Das müssen wir jetzt kurz mit der Hand abbauen. Ich weiß, ich weiß. Smart. Ich hole mir kurz einen Crafting Table bzw. Holz, damit ich da unten den Crafting Table hinbauen kann. Ich habe bestimmt noch Holz, oder? Habe ich hier Holz? Ne, da ist kein Holz. Habe ich kein Holz? Okay, okay, dann muss der hier dran glauben. Das hilft ja an. Obwohl, ich kann mir auch einfach Werkzeug jetzt hier bauen. Das ist jetzt ja rumgenommen. War ich da eventuell aus Versehen auf E und nicht im Crafting-Menü? Möglich, möglich wäre es. Wieso passiert mir das? So, wo sind denn meine Stöcker jetzt? Ah, ich habe sie in der Hand. Hier. Ich habe sie nicht gesehen. Ich schwöre, ich habe sie nicht gesehen. So. Wir machen jetzt hier erstmal zwei Spitzhacken. Wir können eigentlich schon eine aus Eisen bauen. Wisst ihr was? Wir bauen uns eine aus Eisen. Dann haben wir zwar die anderen noch, aber das sind dann mehr oder weniger unsere Backup-Spitzhacken, falls alles den Bach runtergeht. Und wir könnten uns ja schon mal ein Schwert bauen. Ebenfalls aus Eisen. Damit wir einfach, ja, eine Chance haben gegen die wilden Viecher da unten. So. Da haben wir auch gleich ein Advancement gemacht. So, und so oder viel Zeit haben wir jetzt auch nicht verloren. Oh, oh, geht das nicht schön schnell? Mm, absolut. Absolut Zucker. Ich meine, vor allem, wenn man vergleicht mit, okay, ich baue den Block unter Hand ab. Ja, wow. Das war nicht so gut. Ich habe vor, ein neues Haus zu errichten, weil das Haus hier ist nicht so gut. Und ich bin eigentlich so gut im Bauen. Also mittlerweile gegen Monster komme ich klar, beim Bauen, ich weiß nicht, komme ich noch nicht so perfekt klar. Das sieht man vielleicht auch an, ja, an der Tatsache, dass ich noch kein Haus habe in Phoenix und die anderen alle schon. Oder es wird hier auch so schnell dunkel. Oder ja, anderen Dingen. Ich vermeide es irgendwie. Mein Haus hier in Survival ist auch nicht gerade das Schönste. Aber es ist halt so. Ich habe jedenfalls vor, ein neues Haus zu bauen, damit wir uns hier ein bisschen verbessern. Damit es alles schön und gut wird. Und alles super ist und wir uns alle freuen. Jedenfalls freue ich mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch freut, aber ich freue mich. Ich baue immer und immer tiefer.
in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was nicht Stein ist. Oh, guck mal, Kohle. Kohle nehme ich. Dankeschön. Seht ihr, ich hätte nur früher was sagen sollen, dann hätte ich auch früher Kohle gekriegt. Es ist leider ziemlich dunkel. Ich baue hier nochmal Fackeln überall hin. Ja, das ist der einzige Nachteil am in der Mine sein. Das Minenleben ist zwar kein schlechtes Leben, aber du musst halt die ganze Zeit alles ausfackeln. Oh, hier ist richtig viel Kohle. Nice. Das ist so cool. Ich war gerade ein bisschen frustriert, weil ich nur Stein abgebaut habe. Und jetzt, endlich, Halleluja, haben wir hier ein bisschen Profit. Und da drunter ist Eisen. Ja, cool. Oh, seid ihr zufrieden? Seid ihr so zufrieden, wie ich zufrieden bin? Sollte ich mir die Fackeln einfach auf eine andere Taste legen, damit ich nicht immer durchscrollen muss bis nach ganz hinten? Wie so ein Idiot. Maybe. Okay, oh, Jackpot. Wir haben Eisen. Wir haben noch mehr Eisen. Wir haben Kohle. Wir können... Oh, da drunter ist noch mehr Eisen. Oh mein Gott, ist das fantastisch. Es hat sich wieder mal gelohnt, die Höhle zu erkunden. Ich möchte, dass das hier symmetrisch ist. Ich kann das nicht sehen, wenn das alles so furchtbar aussieht. So. Dann sammeln wir jetzt erst einmal kurz hier ein. Hier ist noch mehr Eisen, das muss ich eh abbauen. Und dann, wisst ihr was? Oh, hier komme ich nicht hoch. So, jetzt komme ich hier auch nicht hoch. Jetzt habe ich über mir was. Okay, jetzt komme ich auch wieder hoch. Ich würde sagen, das war schon recht erfolgreich. Ich will nicht die ganze Folge machen, wie ich in der Mine herumdödel. Oh! Was war das für ein Geräusch? Nanu? Was ist das? Hört ihr das? Was ist denn das? Hä? Oh, es ist einfach nur ein Skelett. Oder? Ja, es ist einfach nur ein Skelett. Das ist gerade super laut gewesen. Keine Ahnung. Okay, habe ich hier was? Genau, ich kann hier Eisen durchjagen. Ansonsten haben wir einen Haufen Krams, den ich eigentlich nicht brauche. Da draus wurde mir gesagt, kann ich ein Feuerzeug machen. Das heißt, das machen wir mit dem nächsten Eisen, was ich hier bekomme. Ich glaube, ich lege mich einfach kurz hin, damit wir tagsüber vielleicht nochmal was erledigen können. Oh, you may not rest now, there are monsters nearby. Das heißt, es ist ein Monster in der Nähe, deswegen darf ich nicht schlafen, oder wie? Ist doch alles gut, ich bin doch hier eingebaut, oder nicht? Sollte ich nicht sicher sein? In der Theorie? Also, ich weiß, dass die Holztür nicht super sicher ist, aber abgesehen davon? Okay, alles klar. Wir sind hier wohl in einer gefährlichen Situation und ich darf hier nicht schlafen gehen. Das heißt, merke... Früh schlafen gehen. Hier draus kann ich mir ein bisschen Papier machen. Ich bin zwar noch nicht ganz sicher, was ich damit später vorhabe. Aber hey, vielleicht kommt da ja noch was. Kann ja sein. Ansonsten will ich den Rest sogar behalten, weil... Naja, Gründe. Dann habe ich eine Feder und Papier. Ich glaube, daraus können wir uns dann gleich Bücher machen. Falls wir ein Tagebuch wollen. Oder ähnliches. Okay, wisst ihr was? Nee. Ich hab die ganze Zeit gebraggt, wie gut ich jetzt im PvP bin, nicht im PvP, im Monster kämpfen bin. Das heißt, come at me, Monsters. Die sich einfach hier... Oh, Scheibenkleister. Nein. Scheinbar kann ich leider nicht mit den Monstern kämpfen, weil ich einfach gar nichts an Rüstung habe und die Skelette meinen Tod wollen. Frechheit. Habe ich Essen? Ich habe kein Essen im Inventar. Ich habe nur dieses blöde, verrottete Fleisch. Das kann doch auch nicht sein. Eier habe ich, damit mache ich ein Hühnchenfarm. Ansonsten, ich glaube, den kann man leider nicht essen, Gras ebenfalls nicht. Müssen wir jetzt so verrottene Fleisch essen? Wisst ihr was? Wir essen jetzt das verrottene Fleisch. Ich wollte eh mal wissen, was dann passiert. Heile ich mich? Ja. Hä? Ist doch alles gut. Ich meine, ich blubber zwar, aber abgesehen davon, habe ich jetzt nicht wirklich negative Nachrichten. Also, eigentlich ist doch alles gut, oder? Sehe ich das hier irgendwie falsch? Wisst ihr was? Wir stürzen uns auch. Oh, warte, ist der Ofen fertig? 12 Eisen. Ja, der Ofen ist fertig. Dann stürzen wir uns noch nicht in den direkten Kampf, sondern wir machen jetzt erstmal... Das ist echt laut. Oh mein Gott, ich habe echt Angst, dass die hier reinkommen. Weil das so verdammt laut ist. Wir machen uns jetzt erstmal eine Hose. Sodela. Sieht das schön aus. Mann, oh Mann. Sieht das schön aus. Dann machen wir uns noch einen Helm. Und dann haben wir erstmal unser Eisen aufgebraucht. So, hier bin ich auch einfach clever wieder rausgetappt. Und für die Chestplate ist es einfach zu viel. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ausgestattet. Was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist. Auf geht's! Ab in den Kampf! Wo sind denn die Skelette?
Jetzt will ich hier kämpfen. Ah, da! Die Skelette sind nicht mehr da. So was Dämliches, ha? Huh? Okay. Hier haben wir auch schon wieder ein kleines. Ja. Weizen. Oh, eine Spinne. Ah, warte. Die haben wir erledigt. Da ist noch eine Spinne. Mit der kämpfe ich auch. Bading! Seht ihr das? Wisst ihr, wie ich am Anfang gestruggelt habe? Okay, was haben wir denn hier? Ihr habt gesagt, Algen kann ich essen. Das heißt, wir können vielleicht ein paar Algen abbauen. Ansonsten sind da hinten die Pferde. Oh, wisst ihr, was wir machen können? Wisst ihr, was wir machen? Wir suchen jetzt in der Wüste einen Tempel, okay? Wir gehen jetzt auf Erkundungsmission und wir suchen nach einem Tempel, damit wir uns so ein Pferdchen zähmen können. Das wollte ich schon immer machen. Oh mein Gott, das ist eine fantastische Idee. Das ist auf jeden Fall, was wir vorhaben. Ich weiß, dass hier irgendwo eine Wüste in der Nähe war. Da hinten ist die Wüste. Auf geht's in die Wüste. Ich bin erstmal in die falsche Richtung gelaufen, aber das ist nicht schlimm. Ich wäre fast runtergefallen. In der Mine war ich schon. Da war ich schon, da war ich schon. Oh, hier ist noch Loot. Dankeschön für die Pfeile. Und zwar, erstmal bin ich wirklich einfach einen riesen Umweg gelaufen und die Wüste war direkt neben meiner Haustür. Aber ich habe den Entschluss ja auch eher kurzfristig gefasst. Von daher ist das nicht schlimm. Die kleinen Häschen sind so knuffig, aber okay, ich habe keine Karotten gerade dabei. Das ist nicht so tragisch. Ich verliere echt viele Hungerkeulen. Okay, Häschen, es tut mir leid, aber du musst leider dran glauben. Oh, warte, ich habe nur Häschenleder. Ich wollte eigentlich essen. Ich dachte, da kommt vielleicht Fleisch raus. Egal, ich müsste die Häschen hier abschlachten. Das hilft alles nichts. Oh! Er hat sich einfach in den Tod gestürzt. Habt ihr das gesehen? Egal, wir gehen jetzt hier in die Höhle. Warte, der Creeper explodiert eh gleich. Das heißt, wir warten jetzt hier erstmal kurz. Warte, kriegen wir den? Oh, das arme Häschen. Ich hatte nur das Schwert draußen und trotzdem... Hä? Explodiert der nicht? Freundchen. Pff, was ein Fool. Fackeln habe ich noch. Ah, das ist bestens. Oh, hier ist so eine Art Sandsteinhöhle. Warte, ich glaube, in der Sandsteinhöhle war ich sogar schon. Das ist ja mehr so eine Art Durchgang. Hm, egal. Ein bisschen Eisen... ein bisschen Kohle würde ich tatsächlich noch mitnehmen. Sandstein überlege ich. Kann ich mir aber auch, glaube ich, selber aus Sand herstellen. Soweit ich das jetzt weiß. Also brauchen wir den nicht unbedingt. Das wäre mehr so ein Design-Element für das Neue. Aber wir können unser ganzes neues Haus aus Sandstein bauen. Falls ihr das möchtet. Aber ich glaube, das wäre halt einfach ein bisschen viel Arbeit. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so interessant, dazu zu gucken. Ich glaube, es geht hier ja mehr um... ja. Ich meine, ihr alle wisst, dass ich nicht der beste Baumensch bin. Da muss ich niemandem was vormachen. So. Gut, dann nehmen wir das mal alles mit. Haben wir jetzt ein bisschen Kohle abgerast. Irgendwo war hier noch Eisen. Den Block würde ich ungern stehen lassen. Oh, hier ist noch ein Block Eisen. Dahinter ist noch mehr Eisen. Ich sehe schon. Es ist schon wieder so eine richtige Farbenfolge. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben dafür viel Eisen. Hier ist nochmal Kohle. Dankeschön. Und dahinter ist nochmal Kohle. Ah. Oh. Und nochmal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben so viel Kohle. Aber leider nur die brennbare, nicht das Geld der Kohle. Ihr wisst schon. Blub, 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 blub. Hier, die nehmen wir noch mit. Und danach sind wir auch raus hier und suchen weiter nach unserem geheimen Dorf, was uns einen Sattel gibt. Bin ich hier noch in der richtigen Richtung? Ja, natürlich. Ich will ja hier weiter in die Wüste rein. Ich habe nicht so viel Hunger, das heißt, es ist nicht so schrecklich. Aber... ja, vielleicht finde ich ein Villager-Dorf, was ich auseinandernehmen kann. Wir werden sehen. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Kann ich nur sagen. So, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Ich würde sagen, hier ist ein halbwegs hoher Punkt. Da hinten ist so eine Art Lavabecken, wie es aussieht. Ansonsten haben wir überall einfach nur Steppe und Kakteen. Da hinten ist Wasser. Ich sehe hier ehrlich gesagt weder Tempel noch Villager-Dörfer. Und ich möchte... warte, was ist das da hinten? Ich glaube, das ist einfach nur wieder Dschungel. Aber... ich will... ah, nee, nee, das ist definitiv nur wieder Dschungel. Ich will kurz gucken, ob bei diesem Lava-Ding irgendwas ist, was mir von Nutzen ist, weil ich... weil ich das tatsächlich noch nicht wirklich gesehen habe. So. Fragt man sich echt,
Was soll denn das? Wenn wir jetzt einen Eimer hätten, dann könnten wir uns ein bisschen Lava mitnehmen. Haben wir denn einen Eimer? Nö. Dafür haben wir ein Hühnchen. Können wir das Hühnchen in die Lava werfen und dann das gekochte Hühnchen rausnehmen? Ist jetzt meine Frage. Nee. Erstmal, es war kein Hühnchen. Zweitens, es war Hase. Und drittens, ist es jetzt einfach verbrannt, oder wie? Na toll. Das ist ja blöd. Mann, das ist ja frustrierend. Ich baue mir jetzt hier so eine Art Mini-Unterschlupf. Einfach, damit ich was hab, wenn es dunkel wird. Und ich dann sagen kann, okay, hier beim Lavabecken bin ich und es ist schön hell. Und jada, jada, jada. Mann, mein kleines praktisches Kaninchen ist einfach verbrannt. Das ist aber auch doof jetzt. Frechheit. Also, dass sowas geht, ja, das ist, finde ich, nicht gut. Ich finde, man sollte da auch einfach die Ressourcen geben und dann ist es auch schön. Aber nö. Nö, scheinbar ist es nicht so. Das wird wieder eine 1A-Hütte. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Hier kann ich nämlich eine Tür lassen. Da kommen Monster, können ja nicht durch Lava gehen. Das heißt, ich brauche auch keine Türen craften, weil ich ja einfach sagen kann, der Lava-Eingang ist mein Eingang. Wisst ihr? Ihr wisst, was ich sagen wollte. So. Blub, blub. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Jetzt muss ich einen neuen Steinblock nehmen. Blub, blub, blub. Irgendwann werde ich schneller werden im Bauen und dann werdet ihr euch alle noch wundern und sagen, wow, wie kann sie nur so schnell sein im Bauen? Ich wünschte, ich wäre so gut wie sie im Bauen. In so 5 bis 10 Jahren. Wenn keiner mehr Minecraft spielt. Dann sitze ich da und so, ja, bauen, Mann. Mm, voll meine Stärke. Was gar nicht traurig ist oder so. Nein, nein. So, dann haben wir jetzt hier nämlich erstmal so eine kleine Basis. Es ist nicht schön, aber selten. Ich mache das so eine Art, Mini-Schlucht. Und ich komme da rein, weil ich ja über Lava gehen kann, richtig? Das ist kompletter Kram. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Wieso habe ich denn keine Tür genommen? Ich bin ja so ein Schlauberger. Ja gut. Ich überlege mir was dafür. Ansonsten war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Hier könnt ihr euch weitere Survival-Folgen anschauen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.